KinoCast. Hallo und willkommen hier zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate mal wieder. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, viele Grüße von mir, hier ist der Erik und wir starten dann gleich mal rein. In der Sneak Preview gab es den Film Beetlejuice, Beetlejuice, den keiner von uns gesehen hat, weil wir alle ein bisschen angenockt waren. Und wir haben aber einen sehr netten Audiokommentar dazu bekommen und den werde ich dann nachher gleich mal einspielen. Da werden wir erfahren, wie der Film so war und worum es da geht. Dann haben wir natürlich noch die Charts und die Neustarts der Woche. Aber wir haben einen Film alle gemeinsam gesehen. Den gibt es nämlich jetzt so zum Heimkino, nämlich If, Imaginäre Freunde. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir damals vom Trailer sehr begeistert und wollten ihn eigentlich ganz gern gucken. Haben wir ein bisschen so auf die Sneak gehofft, aber da kam er nicht. Ich habe noch einen Film mir ausgeliehen im Sky Store, nämlich Furiosa, a Mad Max Saga. Den wollte ich eigentlich auch schon länger mal gucken und habe ich gedacht, ja, passt ja dann ganz gut, wenn wir hier so ein bisschen Heimkino-Sendung machen, dann nehme ich den mal mit rein. Die Kate hat noch eine Serie, Ein neuer Sommer. Da habe ich auch reingeguckt in die ersten zwei Folgen. Da kann ich auch ein bisschen mit erzählen. Und würde ich sagen, fangen wir mal an. Beetlejuice, Beetlejuice. Kennt irgendjemand von euch den alten Film? Ja, natürlich. Also richtig gesehen auch, ja? Ja, auch gesehen. Nee, ich habe nicht gesehen. Tatsächlich, mit wem hatte ich es denn darüber? Ich glaube, mit dir, Erik, sogar, dass ich den Hauptdarsteller nicht stimmt. Michael Keaton im Kopf hatte, sondern irgendwie Bill Murray. Ich weiß auch nicht. Letzte Woche drüber in der Sendung, glaube ich. Genau. Und ist das jetzt so, als der neue Film kam, dass ihr gesagt habt, ja, da freue ich mich total drauf? Und Nö. Nee, also nicht, weil Beetlejuice ist einer der Filme, die ich am wenigsten mag. Also von diesem ganzen, das ist ja so ein bisschen in der Horror-Ecke unterwegs und Tim Burton-Horror, ne? Ja, deswegen in der Ecke unterwegs. Und den mag ich tatsächlich am wenigsten. Deswegen, für mich hätte es auch keinen zweiten Teil haben müssen, vor allem nicht nach so langer Zeit. Aber ich bin gespannt, wie er angekommen ist. Ich lese mal kurz den Inhalt vom zweiten Teil von Beetlejuice, Beetlejuice hier vor, auch von filmstarts.de. Ein tragisches Unglück lässt die Familie Dietz wieder, oder Dietz, weiß nicht, englisch, amerikanisch, wieder eng zusammenrücken. Aus allen Ecken des Landes kommen sie wieder zusammen in Winter River. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, Lydia, gespielt von Winona Ryder, ist Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton, bis heute nicht losgeworden. Immer wieder wird sie von ihm heimgesucht. Auch die Beziehung zu ihrer Tochter Astrid, gespielt von Jenny Ortega, ist anstrengend, wie das mit Teenagerinnen eben nun mal so ist. Doch Astrid tut mehr, als nur für pubertäre Unruhe zu sorgen, als sie auf dem Dachboden des Familienheims einen geheimnisvollen Nachbau von Winter River entdeckt, durch das sie ohne böse Absicht ein Tor zur von den Toten bevölkerten Unterwelt öffnet. In beiden Welten bricht dadurch zunehmend Chaos aus, aber noch hat niemand dreimal hintereinander Beetlejuice gesagt, aber das scheint auch nur eine Frage der Zeit zu sein. Ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile zumindest dreimal gesagt. Mal gucken, was passiert. Wie gesagt, das hatte mich damals schon immer so, dieses Cover von der Videokassette hatte mich schon ein bisschen abgeschreckt, so, das sah so weird aus, da sah nicht so richtig nach Horror aus, deswegen war das nichts für mich. Aber der neue, ich spiele jetzt mal den Audiokommentar ein, haben wir über Instagram bekommen von der, heißt auf Instagram, nennt sich Asinta. Ich werde das Profil mal mit verlinken, da heißt sie nämlich AAA_battery21. Und die geht auch immer in die Sneak und die hat gehört, dass wir beide nicht waren und da hat sie uns was geschickt. Das kommt jetzt. Also ich war am Montag in der Sneak im zweiten Teil von Beetlejuice, muss aber gestehen, dass ich den ersten Teil noch nicht gesehen habe, aber die Handlung so ein bisschen grob kenne und nach dem, was ich am Montag gesehen habe, werde ich es definitiv noch nachholen. Klar, es ist halt nicht vergleichbar, aber naja. Der Film an sich hat mir gut gefallen, also der hat meinen Humor auf jeden Fall getroffen. Es gab so Momente, wo ich mir auch dachte so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und ich finde sowas eigentlich total toll. Also dieses What-Moment. Auch die Musik fand ich ziemlich cool und auch der Cast, also sprich der Original Cast, sprich Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O'Hara, aber auch
neue Gesichter wie zum Beispiel Jenna Ortega haben echt gute Arbeit geleistet. Ich muss allerdings noch sagen, es gab Charaktere, die meines Erachtens unnötig waren, wie zum Beispiel halt der Boyfriend von Lydia oder halt die Rolle von Monica Bellucci oder Willem Dafoe. Großartige Schauspieler, aber ich finde, das war, naja, die Storylines, die die halt hatten, das war halt einfach unnötig, meines Erachtens. Was ich halt auch in den Kommentaren dazu auch gelesen habe, dass es einfach zu viele Storylines gab. Manche haben sich auch darüber aufgeregt, dass Jenna Ortega, als ihre Rolle gesagt hat, dass Marie Curie Französin war, aber die eigentlich polnisch ist. Ja, solche Sachen eben. Im Großen und Ganzen hat mir der Film, also wie bereits gesagt, ganz gut gefallen. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja. Ja, danke für den Audiokommentar. Auch wenn ich jetzt gleich mal einhaken muss, also eine Rollenbesetzung von Monica Bellucci ist nie unnötig. Oh. Wow. Da kommt der Fanboy in dir durch. Ja, dann habe ich gerade mal geschaut wegen dem Soundtrack, den sie anspricht. Also da ist zum Beispiel von Donna Summer, MacArthur Park drin, von Bee Gees, Tragedy. Was haben wir noch? Richard Marx, Right Here Waiting. Mensch, das hätte auch direkt bei Deadpool reinpassen können. Oder war das sogar nicht sogar drin? Ist doch dieselbe. Nein. Nee? Nein. Naja, auf jeden Fall, Danny Elfman hat noch den Score gemacht. Wie immer fast bei Tim Burton-Filmen. Gibt es überhaupt einen Tim Burton-Film ohne Danny Elfman? Ich weiß gar nicht. Klingt auch auf jeden Fall ganz spannend. Und hat gerade von euch immer die Seite offen, wie die Wertungen ungefähr aussehen? Nee, aber ich kann sie nebenher kurz aufmachen, Moment. Ja, ich hab's offen. Aber ist, glaube ich, relativ gut, soweit ich es im Kopf habe. Ja, ziemlich vorn dabei. Also die meisten Stimmen wurden für 8 Punkte abgegeben. Und dann gibt es sogar eine Stimme für 9, ein paar für 7 und ein paar für 6 Punkte. Die Weiterempfehlung, komisch, dadurch, dass alle so viel, vielleicht hat sich jemand verklickt. Also zwei Personen empfehlen den Film nicht weiter und 11 Personen empfehlen den Film weiter. Tja, aber interessiert mich trotzdem, vielleicht, aber dank Warner bekommen wir ja keine Screener, wenn wir mal nicht gehen können, ja, da konnten wir jetzt leider jetzt keinen eigenen Eindruck. Ja, danke für nichts, Warner. War auch schon letztens so bei Trap, glaube ich, No Way Out, da hat man auch keine Chance irgendwie. Ja, Beetlejuice, und wenn wir einmal auf der Kinocast-Seite sind, wie lautet denn der Tipp für die nächste Sneak Preview und was ist da eingegangen? Macht der Christi den Tipp? Schweigen im Walde. Schweigen im Walde, ja, Moment. Schweigen okay. Im Walde, das ist der Tipp so. Für nächste Woche, also für kommende Sneak Morgen, heißt ein starker Kontrast und Tipps sind eingegangen, unter anderem die Susanne tippt Münster und Kandinsky. Ohne S. Keine Ahnung, was es da geht. Ohne S. Münter. Was? Münter. Ach, Münter, Entschuldigung, Münter. Ja, der stand schon mal mit in der Auswahl, wo wir den, wo wir dann den Raub ihren Atem bekommen haben. Das ist dasselbe Verleih. Und okay. Dann die Selina tippt auf Megalopolis. Na klar, oder zweieinhalb auf Stunden Epos den am Montag. Zweiten Teil von Joker. Ja, der feiert bei uns die Premiere in Stuttgart. Ich werde hier gerade belagert, Moment, schön. Nee. Und der Erik tippt auf Weekend in Taipei. Und dann haben wir noch vom Cinebasti den Tipp The Substance. Mit Demi. Nee, Demi Moore, ja. Wo sie so eine Substanz nimmt, wo sie dann irgendwie wieder jung und schön wird, aber das hat irgendwie, es bringt noch so einen Pferdefuß mit sich und ja, also ich sage mal so, von den Getippten würde ich tatsächlich den ich getippt habe, am liebsten sehen, weil das ist einfach so ein, ja, so ein 90-minütiger ungefähr Action-Ding. Und von den Machern von Transporter hier und also Luc Besson steckt da mit dahinter, da geht es schon ganz schön ab, denke ich. Ja, weiß nicht, Megalopolis glaube ich nicht, Joker glaube ich auch nicht. Ich hoffe, der Münter und Kandinsky geht an uns vorbei, weil den mit dem hatten wir uns ja schon beschäftigt, wo der andere dann ja, kam. Ja, habe ich ein bisschen das Angst tatsächlich. Geht auch irgendwie in 2,5 Stunden Drama um zwei Künstler, die da irgendwie, ich weiß nicht.
Vielleicht sollte man morgen nochmal aussetzen. vom wo man immer die Filme herbekommt, könnte das halt schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, ne? Ja, aber da könnte meins auch passen. Das passt vom Verleih her. Ja, so. Hoffen wir mal auf dich, ne? Ich hoffe wie immer auf mich. Und dann schauen wir mal, was uns morgen am Montag in der Sneak Preview der Innenstadtkinos erwartet. Immer 20.30 Uhr einfach mal hingehen und Sachen gewinnen. Und vielleicht, es war ja auch oft so, dass die Tipps alle falsch waren, dann kam irgendwas ganz anderes. Also von daher, ja, bevor wir dann zu den Heimkinofilmen gehen, schauen wir natürlich noch, wie es gerade in den Charts aussieht und was so Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Ja, bei den Charts, da haben wir jetzt die offiziellen Innenstadtkino-Charts fürs letzte Wochenende. Also nicht das jetzt, was gerade vorbei war, sondern das davor bekommen. Da ist auf Platz 5, Was ist schon normal? Auf Platz Nummer 4 steht Alles steht Kopf 2. Platz 3 ist Deadpool and Wolverine. Platz Nummer 2, Ich einfach unverbesserlich 4. Und Platz 1, Nur noch ein einziges Mal. Ja, und jetzt ist wieder so, wir haben jetzt einen Film nicht gesehen. Aus der Top 5. Letzte Woche hatten wir alle gesehen. Ja. Und was startet denn Neues? Aber der Was ist schon normal soll, so Feedback, was ich schon bekommen habe, richtig, richtig schön sein. Das habe ich auch gehört, ja. Das habe ich auch gehört. Wäre auch ein guter Sneak-Film gewesen. Ja, bei den Neustarts greifen mal so die wichtigsten raus. Der wichtigste oder interessanter Neustart ist Die Fotografin mit Kate Winslet. Und Andy Samberg, den kennen wir ja aus Brooklyn Nine-Nine. Und da geht es um eine Kriegsberichterstatterin, so eine Fotografin. Hatten wir ja schon mal bei Civil War. Aber hier, die geht halt wirklich in die Kriegsgebiete rein. Und habe ich den Trailer gesehen, sieht sehr, sehr gut aus. Speak No Evil startet. Und zwar hatten wir da das Original in der Sneak. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir den unglaublich nicht gefeiert haben. Psychothriller mit James McAvoy. In dem ein Urlaub von zwei befreundeten Paaren sich zu einem Albtraum entwickelt. Das ist also ein Remake, das US-Remake, das relativ schnell kam. Ja, also unsere, den wir gesehen haben, der war ja schon sehr, sehr ätzend und ekelhaft. ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es hier in der US-Version ein bisschen gerafft. Oh, wer weiß. Es startet auch noch dieser Film The Substance, den wir gerade bei den Tipps hatten, mit Demi Moore, mit dieser Substanz, die da was auslöst. Genau, und jetzt mal gucken, was dann noch was Broke Alone, A Kinky Love Story. Broke Alone, A Kinky Love Story, genau, dann hat man der Sneak auch. Der lief auch in der Sneak. Rosalie. Genau, die Komödie. Rosalie lief in der Sneak, ja. Und dann kommt noch Butchers, Raghorn, ein Horrorfilm, ein Slasher-Horror von Adrian Langley um eine Gruppe Kleinkrimineller, die in die Hände brutaler Kannibalen geraten. Ui, klingt so ein bisschen nach The Hills Have Eyes. Naja. Das war es dann eigentlich so mit den wichtigen Neustarts, die diese Woche anlaufen. Und schauen wir mal, ob sich davon nächste Woche was in den Charts wiederfindet. Und jetzt schauen wir doch mal ins Heimkino und zuerst den Film If Imaginäre Freunde. Heimkino. Wer wollte den jetzt? Der Chris, ne? Ja. Ja, der Chris darf den. If Imaginäre Freunde, Imaginary Friends im Englischen. Endlich mal eine gescheite Übersetzung auch von dem Filmtitel, wenn ich das mal so sagen darf. Wir lernen das junge Mädel B kennen, die bei ihrer Oma unterkommt, weil ihr Papa an einem gebrochenen Herzen leidet und deswegen im Krankenhaus ist und deswegen auch operiert werden muss. Die Mama ist leider schon vor kurzer Zeit, Krebs gestorben. Ja. Und sie stellt dabei fest, B, also gespielt von Katie Fleming, und ihr Vater ist John Krasinski. John Krasinski. Aber einmal falsch aussprechen. Ne? Der auch, genau das wollte ich gerade sagen. Sie nistet sich da bei der Oma ein und lernt dann irgendwie einen Nachbarn kennen, der plötzlich da steht, mehr oder weniger, und zwar Cal, gespielt von Ryan Reynolds. Und Cal nimmt sie mit auf eine eher ungewöhnliche Reise, weil Bee eine Fähigkeit hat, die nicht alltäglich ist. Sie kann nämlich die imaginären Freunde von anderen Menschen sehen. Und so kommt es dazu, dass sie quasi einen Job bekommt, den imaginären Freunden zu helfen, diesen Ifs zu helfen,
ihre ehemaligen Kinder wiederzufinden oder dass auch die sie wieder sehen können. Und ja, dabei entstehen teils recht lustige Situationen, teils sehr herzerwärmende Situationen. Und nebenher ist halt immer noch die Sache mit ihrem Papa, die so auch ein bisschen für sie so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil diese Schwere von diesem Thema für sie dadurch ein wenig erleichtert wird, eben dadurch, dass sie diese Ablenkung hat und auch diesen Job da hat und unter anderem zu helfen. Kann man das so zu kurz zusammenfassen, ohne zu viel zu verraten? Auf jeden Fall. Deswegen hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Und jetzt kommen wir nämlich schon nach meiner Auffassung zu dem Punkt, wo ich sagen kann, Gott, war das goldig. Also so süß gemacht, die imaginären Freunde, diese Ifs, einfach großartig, auch wenn man sieht, wer da alles gesprochen hat. Also Steve Carell spricht einen, Emily Blunt spricht einen, Brad Pitt spielt Keith, Blake Lively spielt mit und. Also die leiden da die Stimmen halt im Original. Wirklich, Sam Rockwell spricht einen, Awkwafina und so weiter, Vince Vaughn, also unglaublich viele Leute, bekannte Leute, wenn ich noch hier weiter gucke, Bradley Cooper, George Clooney, Bill Hader, Amy Schumer, das wird gar nicht aufhören, Jon Stewart, Matt Damon, alle irgendwie leihen da so ein bisschen die Stimme mit rein. Und es sind ganz arg viele kleine Steps, die der Film macht, so schöne Geschichten, die da erzählt werden, schöne Rückführungen, schöne Zusammenführungen, ohne dabei aber sich selbst zu vergessen. Und um Vergessen geht es in dem Film, um Glaube an sich selbst geht es in dem Film und um ja, die Unterstützung, die man sich selbst gibt und selbst braucht und vielleicht auch ja, für sich selbst sucht. Ich weiß nicht, Erik, hattest du einen imaginären Freund oder hast du noch einen? Ich weiß nicht. Nee, ich habe tatsächlich überlegt, während des Films auch, aber ich hatte keinen. Nee, ich hatte halt so meine Plüschtiere und so. aber jetzt so einen imaginären Freund hatte ich nicht. Also, ja, ne, das ist nämlich genau das. So ging es mir nämlich auch. Ich wurde auch gefragt. Vielleicht ist das so ein amerikanisches Ding. Na, es ist ja öfters so, ich meine, Beetlejuice galt ja auch als imaginärer Freund, deswegen. Also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich einen imaginären Freund hatte. Aber trotz allem ist das eine, wie ich fand, unglaublich schön erzählte Geschichte. Der Trailer sieht ein bisschen aus, als ob es ein bisschen quatschig, komisch ist. Und das ist es tatsächlich nicht so wirklich. Stimmt, das sieht ein bisschen klamottig aus, wo dann immer die Tiere. Es sieht fast genau. Ein bisschen aus wie irgendwie Roger Rabbit oder so. Aber, ja, genau. Und das finde ich ist überhaupt gar nicht. Und das finde ich aber auch vollkommen okay, weil der Film einfach in einem angenehmen Tempo seine Geschichte erzählt und die ist, bleibe ich bei, sehr, sehr herzerwärmend. Sehr viel Fantasie drin. Richtig, richtig schön. Die Ifs auch echt schön animiert, echt cool animiert. Sehr lustige Szenen manchmal drin und sehr. Ich denke nur an die eine Szene, wo Blue im Krankenhaus steht und Bay da umarmt mit dem Blick dann alles. Und ich fand es echt ganz arg herzerwärmend, ganz arg schön und ja, einfach so ein richtiger Feel-Good-Movie irgendwo. Was auch schön war dann so die Szenen, wenn sie die wieder zusammengeführt haben mit ihren jeweiligen Erwachsenen und so, das fand ich auch sehr schön. Ich hatte zeitweise so eine Befürchtung, dass der Film in andere Richtungen abdriftet, hat er dann aber nicht gemacht, also, weil da wird ja viel damit gespielt, was ist real, was sieht man, wer sieht was und so weiter und da habe ich schon gedacht, oh, das wird doch nicht in so eine Richtung gehen und so und war es dann aber zum Glück ja nicht und deswegen kann man durchaus empfehlen, den Film. Also ist jetzt nicht der Riesenwurf, aber es ist so ein Feel-Good-Film. Also da kann man sich richtig schön drin versingen. Jetzt kommen ja die dunklen Herbsttage, da kann man den mal reinhauen. Ja, absolut. Kate hat ihn auch gesehen. Ich habe mehrfach gefragt, so weinst du gerade? Sie hat es, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe was ins Auge gekriegt. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir nebenher ich habe nebenher Babyklamotten sortiert, die aussortiert werden, weil sie zu klein sind. Und ich glaube, das war ganz gut, weil sonst hätte ich, glaube ich, Rotz und Wasser geheult. Allein bei der Geschichte mit den Eltern, dass sie schon ihre Mama verloren hat und ihrem Papa es jetzt nicht gut geht. Und ja,
da hätte ich, glaube ich, losgeflennt. Aber ich muss auch sagen, ich fand den sehr, sehr süß. Also ich fand auch die imaginären Freunde ganz, ganz toll. Und auch, was ich richtig super fand, war diese, in Anführungsstrichen, Casting-Situation, wo sie quasi da saßen und sich die ganzen Ifs so mehr oder weniger vorgestellt haben und gesagt haben, wer sie sind und so. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr süß. Ja. Hat also, mir gut gefallen. Können wir empfehlen. Man kann vielleicht noch erwähnen, also John Krasinski, den hatten wir auch schon in der Sneak Preview mit dem Film Quiet Place. Da hat er nämlich auch Regie geführt und mitgespielt und den kennt man natürlich aus The Office. Ja, toller Film. Also wie man auch so auf die Idee kommt, denn John Krasinski hat ja auch hier das Drehbuch geschrieben. Schon beeindruckend. Beeindruckend. Punktemäßig, wie sieht es da bei euch aus? Ich weiß gar nicht, was ich eingetragen habe. Ich habe, glaube ich, 7 eingetragen. Ich habe auch 7. Hänge ich mich gleich mal dran. Ich bin bei 7,5, weil ich fand es einfach schön. Und Ryan Reynolds auch mal wieder in so einer... Die Rolle von Ryan Reynolds hat mich so ein bisschen an einen seiner früheren Filme erinnert mit Definitely Maybe. Und das fand ich schön. Da wurde in dem Papa spielt und auch immer so Geschichten mit seiner Tochter erzählt und alles Mögliche. Und das zeigt für mich einfach auch wieder, Ryan Reynolds kannst du eigentlich auf irgendwelche Filme irgendwie immer loslassen und in 95-99% der Fälle funktioniert der. Deswegen... Tippitoppi, hat mir echt gut gefallen. Er ist auch nominiert worden für die Kids' Choice Award, glaube ich, für die Rolle der Ryan Reynolds. Okay, dann etwas weniger familienfreundlich geht es jetzt weiter mit Furiosa, a Mad Max Saga. Habt ihr Fury Road geschaut? Waren wir da nicht im Kino zusammen? Ich war nicht im Kino. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Also gesehen habe ich ihn auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich da sogar mit dir im Kino war. Also war ja auch, im Kino war ich da nicht, nee. Hat Oscars gewonnen, nicht nur nominiert, ja. Und in dem Film gibt es ja eine Figur, die von Charlize Theron gespielt wird. Das ist ja schon die Furiosa, um die es hier geht, in Furiosa, a Mad Max Saga. Denn wir sehen die junge Furiosa, die inmitten Australiens ist, so ein kleines grünes Tal. Also es wird auch ganz am Anfang so ein bisschen so eine Origin-Story auch gemacht, so wie das alles anfing, dass das so weggekippt ist, diese ganze Weltwirtschaft krachen gegangen ist, die Ressourcen knapp wären. Das wird alles mal erläutert, was bis jetzt in noch keinem der Mad Max-Filme so irgendwie erläutert wurde, was ich eigentlich ganz gut fand, das auch mal zu sehen, wie das alles losging. Und dann sieht man eben ganz in der Mitte von Australien. Australien ist ja riesig groß. Und ganz in der Mitte ist so ein Tal. Und in diesem Tal, da ist wirklich alles grün geblieben wegen irgendwas. Weiß nicht, die haben da Wasser und alles und können anbauen und haben Früchte. Und ja, in diesem Tal haben sich etliche Menschen zurückgezogen und überleben halt mehr schlecht als recht dort. Und in dem restlichen Teil des Wastelandes, in der deutschen Übersetzung immer Wüstenland genannt, sind halt diese Raider unterwegs, die man ja schon kennt aus Mad Max und alles. Und als eines Tages zwei von diesen Raidern dieses Tal entdecken, nehmen sie die Furiosa, also die Tochter, die ist damals noch klein, die nehmen sie mit. Und die wollen halt zum einen ein Mitbringsel haben, um zu zeigen, hier ein gesundes Menschenkind, ja, was jetzt nicht irgendwelche Verstrahlung oder irgendwas hat, und wollen dann eben auch mit dem Rest der Leute dann dorthin zu diesem Tal, um das in Besitz zu nehmen. Und da geht auch mal ein bisschen was schief, und der Anführer von dieser Raider-Gruppe ist der Warlord Dementus, gespielt von Chris Hemsworth, von unserem Thor. Und der nimmt dann Anya Taylor-Joy, die Furiosa spielt, bei sich auf. Also damals wird sie noch von der Kinderdarstellerin gespielt. Nimmt die bei sich auf und sie ist quasi so seine Sklavin. Also die wird auch in so einem Käfig gehalten und alles. Jetzt keine angenehme irgendwie Vater-Sohn-Beziehung oder irgendwas, sondern ja, sie soll ihm halt irgendwann dann mal zeigen, wo dieses Tal ist, weil die anderen zwei, auf die kann er sich nicht mehr, die können nicht mehr aussagen. Und ja, Furiosa wächst dann heran und dann sehen wir auch, wie in diesem ganzen Wasteland halt auch andere Raider-Gruppen Sachen in Besitz nehmen, irgendwelche Raffinerien oder Trinkwasseranlagen oder auch so ein Ding genannt die Zitadelle. Das kommt, glaube ich, auch bei Fury Road schon. Und
wie dann der Dementus Chris Hemsworth da auch, ja, zum einen manche halt überfällt, denen halt anbietet, hey, wenn ihr euren Herrscher hier runterstürzt oder sowas, dann könnt ihr mit bei mir mitmachen und so, und oder halt eben auch wirklich alle einfach massakriert. Und irgendwann gelingt es der jungen Furiosa dann zu fliehen, und sie kommt, nee, halt, Entschuldigung, nicht fliehen, sie wird halt an jemand anders abgegeben, und das ist der aus Furio, der sich auch diese ganzen Frauen hält zur Reproduzierung und die dann auch irgendwie ihre Milch spenden und sowas. Dieser Typ ist das, und da, weil sie noch so jung ist, wird sie aber nicht mit einbezogen in diese ganzen Geschichten. Aber sie soll halt dann irgendwann mal eine Milchkuh, wie sie es auch nennen im Film, oder eine gebärfreudige Frau werden. Und da gelingt sie aber dann zu fliehen, und dadurch, dass der Dementus Chris Hemsworth ihre Mutter damals umgebracht hat, sind sie auf Rache. Und das ist so eine richtig schöne Rachegeschichte, die sich über Jahrzehnte hinzieht, bis sie dann endlich vollstreckt werden kann. Und darum geht es in diesem Film. Es war zum ersten Mal wieder seit dem ersten Mad Max so eine richtige, schöne, stringente Rachegeschichte, wo man wirklich merkt, das frisst seit Jahren, Jahrzehnten in ihr, und sie versucht immer alles Mögliche, den Dementus da zur Strecke zu bringen. Und sie arrangiert sich sehr gut überall, wo sie ist, in jeder Raider-Gruppe. Und wie es gedreht ist, also die Kameraarbeit, das ist der absolute Wahnsinn. Also das ist so dope. Man sieht da Kameraeinstellungen, die habe ich so gefeiert. Und also die Kamera fährt dann teilweise manchmal, du siehst eine Nahaufnahme von dem Gesicht, dann fährt die Kamera immer weiter zurück. Du siehst, okay, die Person sitzt offensichtlich gerade an einem Steuer. Okay, es fährt weiter zurück und weiter zurück. Und dann siehst du, macht das Kamerabild so auf, und dann siehst du, okay, er ist der Fahrer von einer ganzen Gruppe, und du siehst die ganze Gruppe fahren, und auch die ganzen Stunt-Szenen, die da drin sind, da kann sich hier dieser Fall Guy-Film, ja, der muss sich dahinter verstecken. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was hier alles für reelle Stunts durchgeführt wurden in diesem Film. Und es hat mir echt gut gefallen, weil es so eine richtig runde Geschichte war. Hier Fury Road war auch okay, fand ich auch sehr gut, aber der hier war nochmal wirklich einen ganzen Zacken besser und hat sich auch gelohnt, den hier in 4K auszuleihen. Der sieht so gut aus und ist trotz seiner Laufzeit von über 2 Stunden, glaube ich, ist er nicht langweilig. Also es passiert immer was. Er sieht so gut aus, und ich kann ihn nur empfehlen. Furiosa, a Mad Max Saga. Ich gebe 8,5 von 10 Punkten. Weil aufgrund der Länge ist es nicht so ein Film, den man sich mal schnell mal reinhaut. Aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Da werde ich mir noch, denke ich, jetzt doch noch die Blu-ray holen. Nicht schlecht. Okay, dann auf zu den Serien, denn da hat die Kate was im Angebot. Serien. Ein neuer Sommer. Ja, jetzt wo der andere zu Ende ist, brauchen wir einen neuen. Erzähl mal. Ja, ich habe einen neuen Sommer auf Netflix geguckt. Hat mich eigentlich nur angesprochen wegen Nicole Kidman. Ich war verwirrt, weil ich habe auf Instagram, wenn ich dafür Werbung gesehen habe, immer den Originaltitel gesehen. Und der heißt A Perfect Couple. Und deswegen war ich verwirrt. Aber es ist der gleiche Film. Gleiche Serie, meine ich. Es ist eine Miniserie mit Nicole Kidman und Levi, oder ich weiß nicht, wie man das auch ausspricht richtig, Schreiber. Schreiber in den Hauptrollen. Und worum geht's? Also Nicole Kidman ist eine Autorin von so, ich würde mal sagen, Liebesromanen, die aber auch gleich so mit so Kriminalfällen verkuppelt sind. Und die ist total beliebt. Ach, Moment, schön. Alina, Schluss damit. Und muss ich kurz sammeln. Ja, sie leben, sind quasi High Society. Also genau, sie sind High Society. Sie leben genau auf so einer so eine Art, sie haben auch so ein Sommerhaus, auf so ein bisschen wie bei in den Hamptons, nur irgendwo auf einer Art Insel. Fast schon so villenartig, was da steht. Und geplant ist eine Hochzeit. Und zwar einer ihrer Söhne will heiraten. Die anderen beiden, nee, der andere ist schon unter der Haube, der andere ist noch zu jung. Und
es geht darum, quasi, in den USA macht man ja immer so ein Rehearsal-Dinner vorher, wo schon alle anreisen und dann wird noch gemeinsam gegessen und noch große, kleine Vorfeier gemacht, bis dann tatsächlich die Trauung am nächsten oder übernächsten Tag stattfindet. Und wir sind am dem Abend des Rehearsal-Dinners und am nächsten Morgen soll dann die Trauung stattfinden, doch die Braut findet am Strand eine Leiche. Also einer der Gäste stirbt auf irgendeine Art und Weise. Und ich will auch gar nicht zu viel über die Serie verraten, weil bis zum Ende der ersten Folge weiß man gar nicht, wer gestorben ist. Und das fand ich sehr cool übrigens. Und dann geht's halt darum, wer ist diese Familie? Wer könnte dahinter stecken? Wie geht es weiter? Welche Intrigen laufen im Hintergrund? Ist dieses perfekte Paar, was da abgebildet wird, auch in ihren Büchern tatsächlich so verpackt, perfekt? Oder ist generell diese Paarungen, die es in dieser Familie gibt, mit den Söhnen, die verheiratet sind oder heiraten wollen, sind die Ehen wirklich so perfekt, wie es nach außen immer scheint? Und was steckt hinter diesem Ganzen? Und das wird eben in dieser Miniserie erzählt. Immer wieder mit auch Rückblicken, mit was passierte vor dem Mord, wie standen die einzelnen Personen, die dort in dem Haus für dieses Dinner wohnen, zueinander, wie gehört diese Braut, also die wird ja quasi heiratet ja ein in die Familie, wie kommt die mit diesem ganzen Society-Leben klar, weil die ist definitiv nicht aus dieser Gegend unterwegs. Das fand ich sehr süß, nämlich dieses Tier, Animal Keeper, sagt man dazu, in einem Zoo. Und das fand ich sehr, sehr goldig. Also Tierpflegerin. Und ja, also ich fand diese ganze Konstellation sehr, sehr cool. Und ich hatte ständig jemand anderen im Verdacht. Und es war dann zum Schluss tatsächlich ganz anders, als ich dachte. Aber die hat mich echt gepackt, diese. Ich glaube, ich war die Woche krank geschrieben zu Hause, mir ging es nicht gut. Und ich lag halt auf dem Sofa, Kind in der Kita. Ich so, was machst du jetzt? Sehr gut, guckst du Serie. Und ich habe die, glaube ich, in einem Tag durchgebinged. Weil die hat mich richtig in Bann gezogen, die Serie. Fand ich sehr, sehr gut. Und diese Rolle von ihr finde ich auch super. Also die Nicole Kidman, ich mag die in diesen... so ein bisschen Etepetete, ich bin so eine reiche, oh, ich bin so toll, das kann die so gut spielen, das hat sie ja auch bei Big Little Lies gehabt und es gefällt mir einfach total, also mir hat die Serie total gut gefallen. Ich glaube, es ist als Miniserie eine abgeschlossene Serie, ich glaube nicht, dass da noch was kommt, wäre auch nicht notwendig, meiner Meinung nach. Ja, also ich kann die Serie absolut empfehlen. Erik, du hast, glaube ich, 2 Folgen geguckt, hast du gesagt. Genau, ich habe 2 Folgen geschaut. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, weil was mich immer wieder rausbringt, sind diese extremen Filter, die sie da auf Nicole Kidman gelegt haben. Also das sieht ja aus wie Dieter Bohlen, wenn sie den hier zeigen bei DSDS oder so. Das ist ja, oh. Und dann Isabel Adjani ist ja auch mit dabei. Die wirkt auch total komisch, also überfiltert, sag ich mal. Ansonsten ist mir dieses ganze, ja, dieses High Society Ding, das kennt man ja schon ein bisschen von Succession irgendwie, aber bei Succession war es irgendwie ein bisschen schärfer und satirischer, während hier, ja, das ist alles so ein bisschen Larifari und ich weiß noch nicht so recht, mich interessiert es eigentlich nicht, wer es war, das ist eigentlich mich interessiert eher so diese Dialoge und das Setting und sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitergucke. Mal gucken, weil die Folgen sind noch mal sehr lang, irgendwie eine Stunde oder so. Ja, fast 52 Minuten, glaube ich, eine Folge. Ich habe mal gnädigerweise aufgerundet. Ja, mal sehen. Aber ist schon irgendwie ganz gut gemacht. Aber warum müssen sie denn so einen übelsten Filter geben? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist Absicht. Weil die halt so als so glamorous gelten soll in der Serie. So. Also sie ist halt eigentlich der zentrale Punkt der Familie, wobei sich das am Ende der Serie auch nochmal anders darstellt. Das ist sehr spannend. Und ich glaube, das ist mit Absicht so, dass sie so komplett überzeichnet und glamorous sein soll. Weil es halt diesen Flair haben soll auch. Oder weil sie einfach alt ist und man sie jünger machen wollte. Das kann natürlich auch sein. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gestört.
Mich hat das Einzige, was mich gestört hat, war der eine Sohn, der älteste Sohn, der mit seiner Frau, die schwanger ist hier, wie heißt sie? Komm nicht drauf. Der Typ ging mir auf die Nerven. Aber ansonsten fand ich das eine sehr, sehr coole Serie. Ja, mal gucken, ob ich noch weiterschaue. Ich habe noch andere Sachen. Also ich finde gerade, was ich sehr schade finde, ich finde gerade bei der Herr-der-Ringe-Serie, finde ich gerade nicht mehr rein in die zweite Staffel irgendwie. Ich habe ja für nächste Woche schon eine Serie vorgemerkt. Weiß nicht warum. Na, vielleicht gucke ich vielleicht da. Ist die was für dich. Eventuell. Die ist sehr gut. Ich muss ja für Fortsetzung folgt auch noch ein bisschen was gucken. Ja, die ist da, glaube ich, sogar dabei bei Fortsetzung folgt. Habe ich, glaube ich, im Dokument gesehen. Okay, na dann. Passt ja. Dann Serien Neustarts. Da habe ich heute nur mal eine rausgesucht, die jetzt starten wird am 20. September. Also in ein paar Tagen. Nämlich auf Sky Atlantic und auf Wow und ja, alles, was mit Sky zu tun hat, nämlich The Penguin, die neue Serie in dem Batman-Universum. Und ich glaube, Colin Farrell spielt den Penguin. Und das sieht richtig gut aus, finde ich. Richtig, richtig gut. Also schon der Trailer macht richtig was her. Werde ich auf jeden Fall reingucken. Das war's mit den Neustarts. Viel mehr habe ich da nicht. Und ja, keiner hat einen Musiktipp, dann nehme ich anbieternderweise von den Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Das läuft nämlich als Intro-Song bei Holstein Kiel, bei dem Fußballverein. Was? Genau, habe ich gestern mal reingeschaut in das Spiel. Die hatten ja gestern ihr erstes Bundesligaspiel seit jemals. Und habe ich gedacht, Mensch, die haben Entre Dos Tierras laufen als Intro-Melodie. Das ist doch mal was. Und da wir keine anderen Tipps hier haben, nehme ich das. Oh, ja. Gut, ich packe dann alles auf die Shownotes hier. Den Link zur Asinta Instagram und was wir noch so als Shownotes genannt hatten. Dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis bald im Kinocast.